Huawei ist den meisten sicherlich aus dem Handybereich bekannt. Seit ein paar Jahren mischen sie nun aber auch mit ihrer Matebook-Serie den Laptop-Markt auf. Insbesondere ein Modell sticht dabei aufgrund seines Preises von teils unter 600 Euro und der verbauten Hardware hervor. Das im Januar erschienene Matebook D14 mit AMD Ryzen-Prozessor. Was euch Huawei mit diesem Gerät bietet und für wen es sich lohnt, das erfahrt ihr wie immer hier. Wer einen kleinen mobilen Laptop zum Arbeiten, für die Schule oder für die Uni sucht, landet üblicherweise im Bereich der Ultrabooks. Klein, leicht, portabel und bei entsprechendem Budget auch genügend Leistung, damit das Arbeiten nicht zu träge wird. Da sich im Bereich von unter 600 Euro häufig abgespeckte Prozessoren wie Celerons und Pentiums tummeln und die potentere Hardware, mit der das Arbeiten erst richtig Spaß macht, eher ab 700 bis 800 Euro aufwärts zu finden ist, wird interessant, was das Matebook mit dem Ryzen 5 2500U zu leisten imstande ist. Woher Huaweis Inspiration in Sachen Namen und Design stammt, kann man wohl nicht verleugnen. Aber das ist an sich auch nicht schlimm. Als Dank gibt es ein Gerät mit sehr ansprechender Optik und allgemein schnörkellosem Design ohne Extravaganz. Das gesamte Gehäuse besteht aus Aluminium und macht durch und durch einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Von den Spaltmaßen über die Scharniere, die den Monitor auch in wackeligen Situationen stabil halten, bis hin zur Tastatur, die mit sehr kurzem Hub für ein knackiges Tippgefühl sorgt. Bei letzterer gibt es eine schwache, aber für dunkle Situationen ausreichende Tastaturbeleuchtung, die sich lediglich ein- und ausschalten lässt. In Sachen Haptik macht einzig das Touchpad einen etwas durchwachsenen Eindruck. Es ist angenehm großdimensioniert und hat die beiden Maustasten im Pad selbst integriert, sodass ihr es im unteren Bereich im Gesamten herunterdrücken könnt. Genau dieser Mechanismus sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass es bei normalem Tippen auf dem Pad zu leichten Klappern kommen kann. Der matte Bildschirm macht einen wirklich guten Eindruck. Mit seiner Full HD-Auflösung bei einer Diagonale von 14 Zoll ist das Bild ausreichend scharf, auch wenn bei Geräten dieser Größe mittlerweile ebenfalls höhere Auflösung Einzug halten. Im Alltag fällt das jedoch nicht negativ auf. Ansonsten ist der Bildschirm blickwinkelstabil, mit satten Farben und kräftigem Kontrast und leuchtstark genug für die meisten Situationen. Allerdings kann es hier, draußen, bei sonnigen Tagen doch etwas eng werden. Ein paar Helligkeitsreserven hätten hier also nicht geschadet. Trotz allem, eben wie gesagt, für die meisten Situationen ausreichend hell genug. Die Ausleuchtung ist insgesamt sehr gleichmäßig. Lediglich bei hoher Helligkeit und sehr dunklem Bild kann man leichte Lichthöfe am oberen und unteren Bildschirmrand feststellen. Das fällt jedoch im Alltag nicht weiter auf. Ansonsten gefällt mir der sehr schmale Displayrand, der ein 14 Zoll Display in ein Gerät mit den typischen Ausmaßen eines 13 Zoll Geräts bringt. Generell ist das Gerät durch seine kompakten Ausmaße sehr portabel. Dazu kommt das angenehme Gewicht von nicht einmal 1,5 Kilo, wodurch es im Gepäck auch kaum weiter auffällt. Für den Sound des Matebooks sorgen vier kleine Lautsprecher. Dieser wird zwar mit seinem vollen Bass und dem herausragenden 3D-Klang beworben, letzten Endes klingen die Lautsprecher aber für kleine Ultrabooks zwar durchaus solide, aber dennoch eben relativ dünn. Ansonsten gibt es noch wie üblich eine integrierte Webcam samt integrierten Mikrofon von eher mäßiger Qualität, die aber zweckerfüllend sind. In Sachen Anschlüsse und Features wurde sich auf das Nötigste beschränkt. Auf der rechten Seite bekommt ihr lediglich einen alten USB 2.0 sowie einen Kombi-Klinkenanschluss für euer Headset. Ob ersterer heutzutage noch Sinn macht statt eines weiteren USB 3.0 Anschlusses, lasse ich mal dahingestellt. Auf der linken Seite gibt es dafür einen vollwertigen USB 3.0 Anschluss, einen HDMI-Anschluss sowie einen USB Typ C Anschluss. Wer sich nun fragt, wo der Stromanschluss ist, da wären wir bei einer Besonderheit, die aktuell leider insbesondere in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Der USB Typ C Anschluss wird zum Laden benutzt und setzt dabei auf den Power Delivery Standard. Das heißt, ihr könnt das Gerät mit jedem beliebigen Netzteil oder sogar mit einer Powerbank laden, die diesen Standard unterstützt. Das macht es gerade für unterwegs noch flexibler. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auch beliebige USB-C-Geräte und Adapter anschließen. Leider kann man bei der Preisklasse nicht alles haben. Daher gibt es am USB-C-Anschluss kein Thunderbolt, sodass euch nur HDMI zum Anschluss eines externen Monitors bleibt. Hier wurde leider auch nur auf den nicht mehr ganz so aktuellen HDMI 1.4 Standard gesetzt, sodass 4K lediglich bei 30 Hertz möglich ist. Werfen wir aber nun mal einen Blick auf die inneren Werte. Wie bereits erwähnt, werkelt in diesem Prachtstück AMDs mobiler Ryzen 5 2500U mit 4 physischen und 8 logischen Kernen. Dazu gibt es die auf der CPU integrierte Grafikeinheit RX Vega 8. An Arbeitsspeicher gibt es 8 GB, die als 2x 4 GB Einheiten im Dual-Channel-Betrieb fest auf dem Board verlötet sind. 1 GB davon müsst ihr allerdings an die Grafikeinheit abtreten. Als Hauptspeicher steht euch eine SATA SSD mit 256 GB zur Verfügung. Abgesehen davon unterstützt das Gerät den gängigen WLAN-AC-Standard sowie Bluetooth in der nicht mehr ganz so aktuellen Version 4.1. Nun schauen wir uns aber mal die Leistung der Komponenten in der Praxis an.
Mit dem Ryzen 5 haben wir einen vollwertigen 4-Kerner mit 8 Threads und einer Leistungsaufnahme von 15 Watt, der damit am ehesten mit dem i5-8250U bzw. dem i7-8550U verglichen werden kann, die sich beide in einem vergleichbaren Rahmen bewegen. In Benchmarks sind die Intel-CPUs dem Ryzen wie auch schon im Desktop-Bereich leicht überlegen. Wenn es jedoch um reine Multicore-Performance geht, liegt der AMD-Prozessor sogar immer mal wieder vorn. Effektiv ist die Leistung also definitiv mit den beiden Intel-CPUs der 8. Generation zu vergleichen. Wenn auch ein kleinen Hauch schwächer. Besonders nett, zumindest in diesem Gerät kann der Ryzen 5 seine volle Leistung darbieten und drosselt die Geschwindigkeit auch in längeren Belastungstests nicht. Bei der Grafikeinheit handelt es sich wie erwähnt um AMDs integrierte Lösung. Diese ist deutlich potenter als die integrierte Intel-Lösung. So ist die RX Vega 8 ein gutes Stück schneller als Intels UHD 620 und ordnet sich damit genau zwischen Nvidias mobiler MX 130 und der MX 150 ein. Die beiden dedizierten Grafiklösungen, die man recht häufig in Ultrabooks antrifft. Zusammen mit dem 8 GB großen Arbeitsspeicher reicht das nicht nur um Filme zu schauen und mehr als flüssig auch durch aufwendigere Internetseiten zu surfen, sondern auch für moderates Arbeiten mit etwas gesteigertem Leistungsbedarf. Sprich Photoshop und leichte Videobearbeitung sind kein Problem. Hier ist leider wohl der für diese Aufgaben knapp bemessene Arbeitsspeicher von 8 GB der limitierende Faktor. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist das Gerät mit dieser Leistung definitiv keine Gaming-Maschine. Ältere und weniger anspruchsvolle Spiele für zwischendurch sind aber dennoch drin. Positiv ist bei der Leistung aber die Lautstärke. Langweilt sich der Prozessor im normalen Office-, Internet- und Videobetrieb, steht im Regelfall auch der Lüfter still. Wird die Leistung abgerufen, wird der Lüfter deutlich wahrnehmbar, bleibt dabei aber trotzdem auf einem angenehmen und nicht störenden Level. In Sachen Akkulaufzeit ist das Gerät absolut vorbildlich. Wer sich für ein Ultrabook entscheidet, tut dies meist aufgrund der Mobilität. Da ist eine gewisse Ausdauer unerlässlich. Und die bietet das Gerät ohne Mühe. So könnt ihr beim Surfen, Arbeiten und Filme schauen je nach Helligkeit und Arbeitslast Laufzeiten von 7 bis 9 Stunden erreichen. Unter Volllast ist natürlich bedeutend eher Schluss. Zum Schluss noch ein Blick auf die Aufrüstbarkeit. Diese hält sich wie bei den meisten Ultrabooks zwar in Grenzen, bietet aber dennoch eine kleine nette Überraschung. So ist der Arbeitsspeicher, wie zuvor schon erwähnt, zwar verlötet und ist daher leider nicht aufrüstbar, dafür unterstützt der M2-Steckplatz neben der mitgelieferten SATA-SSD auch noch schnellere NVMe-SSDs. Kommen wir damit zum Abschluss. Das MateBook D14 in der AMD-Ausführung ist gerade bei der gebotenen Preisleistung ein hervorragendes Ultrabook. Mit Preisen von teilweise unter 600 Euro ist es ein ausdauernder Begleiter mit anständig Power auch für etwas anspruchsvollere Aufgaben. Aber wie üblich muss man bei dem verhältnismäßig schmalen Budget Abstriche machen. Insgesamt aber ein ordentliches Gesamtpaket für alle, die mobile und kompakte Leistung suchen. Was haltet ihr von dem MateBook D14? Habt ihr generell schon mal AMDs mobile Prozessoren ausprobiert? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.